Hi. Anna. Hi. Na? Tamara. Nate. Anna. Man muss echt sein Leben sich jetzt reinziehen, ne? Durch die Musik, aber gar nicht die eigene Musik zu. Geht dir das so, wenn du deine eigene Musik hörst, dass du noch ja, echt oft zuhörst und. Ja, ja? Manchmal kommst du dann wieder in Gedanken, die einen schlecht drauf machen. Ich setze mich halt bei jedem Track dann daran und versuche mich dann hineinzuversetzen und wieder wie früher, was war früher los mit 13 in der Schule und das dann da zu verarbeiten. So. Du hast kein Geld, du wirst rassistisch behandelt von allen Seiten. So, du hast andere einfach kulturelle Ansätze in deiner Art und Weise. So, und dann gibt es halt viele Aspekte, da könnte ich jetzt. Und es geht dir tatsächlich. Also hast du auch jetzt noch das Gefühl, dass du Rassismus ausgesetzt bist? Ja, auf jeden Fall. Weil meine Mutter gut Deutsch gesprochen hat oder mein Bruder. So, auf jeden Fall habe ich mich, kann ich dadurch wahrscheinlich gut Deutsch. So, aber das Rassistische ist ja dann trotzdem nicht weg. Du siehst ja immer noch aus wie so einer, hast trotzdem immer noch mein Slang und so, hört man auch immer wieder heraus. Und das kriege ich auch nicht weg, will ich auch nicht wegkriegen. Warum? Warum sollte ich mich so anpassen an die Leute, wenn sie nicht auch Sachen von uns annehmen? Yeah. Für alle Leute von unten. Ich kann mich als Deutscher sehen, weil ich habe die Kultur mitbekommen. Ich bin hier geboren. Klar. Meine Mutter ist eine Deutsche. So. Aber das wollen die anderen nicht einsehen. Und deshalb schließen sie einen aus. Und dann versammeln sich die verlorenen Kinder. Blaulicht, das ist St. Pauli. Du machst dein Paradies hier draußen fit. Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht. Dein Rap wird ja als ziemlich authentisch gehandelt. Ne? Ja. Unter anderem auch, weil du das alles, was du erzählst, auch erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. Warst du mal im Knast? Nö, nicht länger als einen Tag. Ja. Würdest du denn das, was du machst, auch in irgendeiner Form als politisch beschreiben? Ja. Also ist schon politischer ja. Rap? Ja. Also das, was in der Politik, wie was als Politik bezeichnet wird, passiert, ist für mich nicht Politik, weil da wird nur über Interessen geredet von den reichen Leuten, davon gibt es nur wenige. Und nicht von uns. Nur scheinbar. Startet wieder eine Sache, gibt viele betäubt in dem Viertel, wo man seine Sünden nicht so früh bereut. Bis zum Hals in der Scheiße, ich fühl mich verfolgt. Ich wohne in Crack City, eure Türen sind aus Gold. Auf jeden Fall wollte ich dir gerade erzählen, dass wir bei PKB 65 waren im Wedding. Ja. Und die kleinen Kids machen Hip-Hop. Ja. Und ich glaube, aus einer ganz ähnlichen Motivation heraus wie du damals. Die halt auch sagen, ey, im Wedding ist alles scheiße, wir haben hier nichts zu tun, Schule ist kacke, es kümmert sich keiner um uns, viele von denen haben auch Migrationshintergrund. Ja, und deswegen haben sie sich zusammengetan und machen halt irgendwie Rappen. King of Kids ist? Ja, das sind die King of Kids. Mach das weiter, sag es weiter, meine Stimme ist sexy, doch da musst du rein. Mein Name ist Hamid. Mein Name ist Fabian. Neue Ära, das ist ein scheiß Leben, das ist ein scheiß Viertel. Meine Gegend, kriminell beschissen, deine Gürtel, Kopf hoch, fertig. Na, ihr habt auch ein Video gemacht, Kopf hoch, fertig. Kannst du dich da irgendwie wiedererkennen? Das, ja, auf jeden Fall. Hast du dich auch so gefühlt, als du viele so jung warst, hast du ja angefangen eigentlich. Ja, aber da gab es halt noch nicht mal Videoclips und so. Aber es ist lustig, mal sowas zu sehen, dass auf jeden Fall die Jugend macht auf jeden Fall. Ist gut. Ein Hobby hat. Ja. Grüße an die Jungs. Macht weiter. Ja, vielleicht können wir uns ja auf den Weg machen. Ich habe auch ziemlich Hunger. Hast du was gegessen? Ja, eigentlich schon ein bisschen. Kannst du kochen? Nee. Nee? Nee. Was isst denn du immer? Mamas Küche. Hier bist du dein Geld los, Partys und der Meile. Nach dem Raubzug feiern Piraten in der Kneipe. Schreie aus dem Stadion. Nicht mehr lange bis Randale kommt. Altbaubuden und keine Pavillons. Wenn du von der Straße kommst, weißt du wie es ist. Wenn du dein Viertel liebst, egal wie dreckig es ist. Dönerbuden an jeder Ecke, die Fassaden sind kaputt.
Was empfiehlst du mir denn jetzt hier? Was esse ich denn? Hier würde ich Dürüm empfehlen. Dürüm? Dürüm-Döner. Und zapp wochentags überleben, Wochenende wegballern. Deine Blicke sind ein Zeichen, ich nimm dich ins Bett, Mama, hier gibt's